Fast jedes Spiel besitzt mittlerweile einen Online-Multiplayer-Modus. Aber die E3 hat gezeigt, künftig wird wieder gemeinsam auf der Couch gezockt. Hier die spannendsten Vertreter des neuen Miteinanders beim Gaming. SingStar, Buzz, TV Stars. Partyspiele haben bei Sony Tradition, der die Japaner jetzt wieder gerecht werden wollen. Und das mit einer neuen Idee namens Playlink. Hauptmerkmal der Playlink-Titel: die niedrige Einstiegshürde, die hohe Teilnehmerzahl und der Einsatz von Smartphones und Tablets als Controllerersatz, während das Spielgeschehen nach wie vor auf dem großen TV-Bildschirm stattfindet. Am 4. Juli kommt mit That's You das erste Playlink-Game in den Handel. Ein Spiel, bei dem man sich und die anderen Teilnehmer einschätzen soll. Wer würde am ehesten über einen schlechten Witz des Lehrers lachen? Darüber hinaus kommt regelmäßig die Handkamera zum Einsatz. Die geschossenen Fotos und Selfies können lustig bekritzelt und dann ebenfalls der Gruppe zur Abstimmung präsentiert werden. Für Mitglieder von Sonys PlayStation Plus Programm ist That's You mit seinen 1000 Fragen und Aufgaben kostenlos. Alle anderen müssen 20 Euro bezahlen. Deutlich nervenaufreibender dürfte Hidden Agenda werden. Ein interaktiver Krimi von den Machern des spielbaren Horrorfilms Until Dawn. An Schlüsselpunkten stimmt die Gruppe ab, wie es weitergeht. Soll sich der Polizist erst um die Geisel oder um den verletzten Partner kümmern? Knifflig ist das Ganze deshalb, weil ein Spieler eine Hidden Agenda verfolgt und einen bestimmten Verlauf der Story herbeiführen will. Darüber hinaus arbeitet Sony an weiteren Quizrunden und Minispielsammlungen wie Frantics. Ein äußerst kreatives Konzept verfolgen auch die Erfinder des hochgelobten Fantasy-Adventures Brothers: A Tale of Two Sons. Ihr PC- und Xbox-exklusives Ausbruchs-Adventure A Way Out erinnert an alte Knastfilme und wird ausschließlich als Koop-Spiel bestritten. Ob online oder zusammen vor einem TV-Schirm, der große Ausbruch findet auf jeden Fall im Splitscreen-Modus statt. Und auch Nintendo setzt mit der Switch wieder verstärkt auf das Miteinanderspielen. Angefangen vom neuen Kirby-Abenteuer, das bis zu 4 Spieler gleichzeitig bestreiten können. Über das schräge Crossover Mario & Rabbids Kingdom Battle bis hin zum neuen Mario-Abenteuer Super Mario Odyssey, das ebenfalls einen lokalen Koop-Modus besitzen wird.